Hallo meine lieben Jungfrauen und herzlich willkommen zu eurem Liebesreading für den Februar. Hei, liebe Jungfrauen. Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht liegt es daran, dass Venus gerade ins Zeichen Fische eingezogen ist und Fische für die Gefühlstiefe steht. Denn diese Februar-Readings haben es in sich, meine Lieben. Boah, ist hier krasse Liebesenergie unterwegs, wirklich. Das habe ich jetzt in den Readings, die ich schon gemacht habe, festgestellt und bei euch zeigt sich genau das wieder. Ist super krass, meine Lieben. Bitte beachtet, das hier ist ein allgemeines Reading. Spür in dich hinein, findest du dich hier wieder? Wenn nicht, ist das für eine andere Jungfrau bestimmt. Dann lass diese Botschaft einfach an dir vorbeiziehen. Ja? Schustert euch nicht in irgendeine Legung rein, die vielleicht einfach nicht eure Botschaft ist. So. Ganz kurz noch etwas in eigener Sache. Wer Interesse an einem persönlichen Reading hat, findet hierzu alle Infos auf meiner Website. Der Link hierzu ist unten in der Infobox. Aber ich möchte euch gleich sagen, ihr müsst mit einer Wartezeit von 2 bis 3 Wochen rechnen. Denn ja, die Energien haben es in sich und ich bekomme wirklich extrem viele Anfragen gerade. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. So, meine lieben Jungfrauen. Die Orakelkarte, die für euch aus dem Deck springen wollte, ist der Hirsch. Take the lead. Also übernimm die Führung, sei ein Leader, sei ein Anführer. Ja, sei derjenige, der die Dinge hier managt. So nehme ich das wahr. Ich muss sagen, wirklich, ich weiß, ich komme hier gleich nochmal auf diese Karte zurück. Denn ich weiß noch nicht ganz genau, was dieses Leadership sein soll, das ihr hier übernehmen sollt. Ich habe auch meine Legeform ein bisschen geändert. Hier an der obersten Reihe frage ich nach euren Energien und an der untersten Reihe frage ich nach der Energien, frage ich nach den Energien, Entschuldigung, für euer Gegenüber. Die erste Karte, die für euch fiel, und es, ich muss wirklich sagen, es fielen 1, 2, 3, 4, 5 große Arcana-Karten und 2 Asse. Es ist, also wie ich gerade schon sagte, es ist wahnsinnig, wirklich. So. Die erste Karte, die für euch fiel, liebe Jungfrauen, ist der Gehängte. Ich habe das Gefühl, ihr seid in eurem Liebesleben vielleicht gerade in irgendeiner Art und Weise in einer Stillstandsposition, die euch aber die Möglichkeit gibt, die Dinge aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Das sehe ich hier, denn ja, ich sehe hier diese Erleuchtung um den Kopf dieser Frau, die wirklich eine andere Perspektive auf die Dinge bekommt. Und zwar, die zweite Karte, die für euch fiel, liebe Jungfrauen, ist der Mond. Das, was ihr aus einer anderen Perspektive betrachten dürft, sind die Gefühle. Fische-Karte. Ich habe es gerade schon mal gesagt, Venus in Fische. Die Gefühle, die unter der Oberfläche schlummern. Und ich will jetzt schon mal, ja, Entschuldigung, meine Lieben. Ihr merkt selber, diese Energien, die sind so krass. Ich tue mich total schwer, hier meine Sätze zu vollenden. Das Ass der Kelche. Ich glaube, das habe ich wirklich in jedem Reading gesehen, das ich jetzt bisher gemacht habe. Und es geht hier wirklich darum, einen Zugang zu seinen Gefühlen zu bekommen. Den Gefühlen, die vielleicht noch unter der Oberfläche schlummern. Die Gefühle, die noch nicht ins Bewusstsein gekommen sind. Die Gefühle, die noch nicht raus durften, haben jetzt die Möglichkeit, rauszukommen. Ihr habt die Möglichkeit, wirklich euer Herz zu öffnen. Es tut mir leid, liebe Jungfrauen, ich sitze hier und schüttel mit dem Kopf, weil es einfach so unfassbar krass ist, was das für Liebeskarten sind. Die dritte Karte, die für euch fiel, ist die Mäßigkeit, eine weitere große Arcana-Karte. Hier geht es darum, die Dinge auszubalancieren. Hier geht es darum, auf der klassischen Rider-Waite-Karte steht da dieser Engel, der diese Kelche hin und her schwenkt, um die richtige Balance seiner Gefühlswelt zu bekommen. Und genau das nehme ich hier wahr für euch, meine lieben Jungfrauen. Ihr werdet wirklich von völlig neuen Liebesenergien umgeben sein. Oder ihr könnt, ja, das ist das, was euch im Februar zur Verfügung steht. Eins mit euch werden.
all die Gefühle, die irgendwie unter der Oberfläche schlummern, rauszulassen und also wirklich rauszulassen. Ich kann es nicht anders sagen. Mir fehlen die Worte bei dieser Legung, weil bei eurem Gegenüber fiel der Page der Kelche, das Ass der Münzen, die Liebenden und die Sonne. Halleluja, liebe Jungfrauen, Halleluja. Was ist hier los? Krass, 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 echt. Der Page der Kelche steht für klassische Bedeutung, es kommt jemand auf dich zu, es mit einem liebevollen Angebot, es entschuldigt sich jemand bei dir, whatever. Hier auf dieser Karte nehme ich einen total verträumten Mann wahr, der träumt sich davon, auch der lässt sich hier von seinen Gefühlen leiten und ist total in dieser Gefühlswelt drin, genauso wie ihr, liebe Jungfrauen. Das, was vielleicht euer Gegenüber oder mit was euer Gegenüber auf euch zukommen könnte, ist das Ass der Münzen. Und ich möchte wirklich sagen, das Ass also wenn der Page der Kelche mit dem Ass der Münzen kommt, dann hat der was Handfestes im Angebot. Der reicht euch etwas, auf dem man was aufbauen kann. Der reicht euch Vertrauen und Sicherheit. Und diese Gefühle, die euer Gegenüber, dieser Page der Kelche, vielleicht ein Wasserzeichen, vielleicht fällt mir gerade ein, oder ein Fisch, oder ein Schütze, oder ein Zwilling, oder ein Löwe. Das sind die Zeichen, die bisher hier auf dem Tisch liegen. Also wenn der Page der Kelche mit einem Ass der Münzen kommt, meine Lieben, dann ist das wirklich etwas, auf dem man aufbauen kann. Vor allem, wenn bei eurem Gegenüber die Liebenden und die Sonne noch dazu fällt. Ich weiß, ihr seht das nicht, aber ich muss die ganze Zeit mit dem Kopf schütteln, weil das ist zu schön, um wahr zu sein. Also, ich habe das Gefühl, euer Gegenüber will diese Beziehung, will diese Verbindung, sieht wirklich das perfekte Glück in euch. Liebe Jungfrauen. Und ihr genauso. Ihr setzt euch auch wirklich mit euren tiefsten Gefühlen auseinander. Und ich bin selbst Jungfrau, meine Lieben. Ich weiß, dass das für die Erdzeichen manchmal relativ schwierig ist, sich mit den tiefen Gefühlen auseinanderzusetzen, weil wir einfach sehr analytisch und pragmatisch an diese ganze Sache herangehen, an diese ganzen Gefühle. Aber hier ist was anderes angezeigt. Hier ist wirklich Fühlen angezeigt, liebe Jungfrauen. Wow. Wow. An der Unterseite des Decks die sechs Kelche. Die sechs Kelche ist die Seelenpartnerschaftskarte. Die sechs Kelche heißt auch, es könnte jemand aus deiner Vergangenheit zurückkommen. Die sechs Kelche sind auf der Karte hier dargestellt mit einem kleinen Jungen und einem kleinen Hund und dann sieht man sie Jahre später und sie sind immer noch Seite an Seite. Sie sind sich treu. Das ist eine Verbindung, die wirklich durch Loyalität und Treue besticht. Das ist bedingungslose Liebe. Vor allem an alle Tierbesitzer, ihr wisst ganz genau, ne, wie die Liebe zwischen Mensch und Tier sein kann. Und ich muss wirklich sagen, ich bin völlig überwältigt von dieser Legung gerade. Ich möchte jetzt als erstes mal wissen, also ich möchte ganz viel wissen hier, aber ich möchte jetzt als erstes mal wissen, was hier dieses Leadership sein soll, das ihr übernehmt. Ich möchte jetzt als erstes mal wissen, was es hier zu diesem Take the Lead zu sagen gibt für meine Jungfrauen. Liebes Universum, was darf ich hier zu diesem Leadership wissen? Okay, hier fallen die fünf Schwerter und die Königin der Kelche. Ich habe tatsächlich das Gefühl, meine lieben Jungfrauen, ihr sollt das Leadership über eure Gefühle bekommen. So nehme ich das hier wahr. Hier auf diesen fünf Schwertern, die fünf Schwertern, das ist so eine manipulative Energie.
Hier auf diesen fünf Schwertern sitzt ein Rabe und der flüstert diesem Mann Sachen ins Ohr, die nicht gut sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, es sind Selbstzweifel, es ist sich selbst schlecht zureden, es sind schlechte Gedanken, die einen davon abhalten, hier wirklich ins Fühlen zu kommen. Ich glaube wirklich, liebe Jungfrauen, euer Leadership hat damit zu tun, raus aus dem Kopf, rein ins Herz, was diese Energie völlig unterstreichen würde, die ich in diesen ganzen Readings jetzt wahrgenommen habe. Irgendwie steht euch euer Kopf im Weg und das ist typisch Erdzeichen oder typisch Jungfrau. Ich hätte jetzt gerne hier erstmal einfach eine allgemeine Botschaft zu dieser Legung noch für meine Jungfrauen. Was darf ich meinen Jungfrauen zu dieser Legung noch erzählen? Okay. Die 10 Stäbe. Die 4 Schwerter und die 10 Kelche. Okay. Ihr macht euch definitiv auf einen neuen Weg. Ihr lasst irgendetwas hinter euch, liebe Jungfrauen. Vielleicht zieht ihr euch gerade ein bisschen zurück, weil ihr noch ein bisschen Heilungsarbeit oder vielleicht habt ihr einfach das Bedürfnis, euch in euren Eremitenkäfig zurückzuziehen und ein bisschen alleine zu sein. Das nehme ich hier wahr mit diesen 4 Schwertern. Diese Frau auf den 4 Schwertern, die liegt hier da in Embryo-Haltung und die ist alleine. Die betreibt Heilungsarbeit. Die flickt hier ein gebrochenes Herz, nehme ich so wahr. Diese Heilungsarbeit hat irgendwas mit den 10 Kelchen zu tun. Vielleicht ist das auch das, wo sie sich hinbewegt. Ich hätte gerne eine Klärungskarte zu den 10 Kelchen für die Jungfrau. Okay. Und hier kommen sie gerade raus. Die 6 Kelche. Die 2 Stäbe. Und die 6 Kelche, von denen hatte ich es ja gerade schon. Ich spüre hier eine Sehnsucht. Ich spüre, liebe Jungfrauen, ich spüre hier die Sehnsucht nach bedingungsloser Liebe, nach diesen 6 Kelchen. Denn diese Frau auf den 2 Stäben, die schaut, die sitzt hier, schaut aus dem Fenster und sie wartet, wann diese Liebe kommt, die sie sich offensichtlich so sehr herbeisehnt. Aber meine lieben Jungfrauen, ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, sie kommt. Oder sie ist schon da, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht so genau. Was ich definitiv wahrnehme, hier mit dem Gehängten und den 4 Schwertern, ist so, irgendwie ist bei euch Stillstand drin. Das nehme ich wirklich so wahr. Aber dieser Stillstand dient dazu, eure Gefühle zu erobern, vielleicht auch eure Gefühle zu erobern, eure Gefühle zu erforschen, euch wirklich darüber klar zu werden, wo ihr diese Fülle findet, wo ihr ja all das findet, was ihr euch wünscht, dieses Familiengefühl, dieses Gefühl der tiefen, tiefen, tiefen Verbundenheit, der Loyalität, des bedingungslosen Vertrauens. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr seid im Rückzug, weil ihr euch hier auf irgendeinen Weg macht, auf irgendeine Mission. Irgendwas lasst ihr hinter euch. Ich frage mal nach. Was wird hier hinter sich gelassen, liebes Universum? Okay. Der Turm, meine Lieben, wirklich. Ass der Kelche und den Turm, den sehe ich. Ich habe es gerade schon gesagt, in fast jeder Legung. Hier schlägt der Blitz ein. Irgendwie schlägt oder ist bei euch der Blitz eingeschlagen, der euch aufgefordert hat, irgendetwas hinter euch zu lassen, weil ihr hier steht an dieser Düne, bereit mit eurem Surfbrett die größte Welle zu surfen, die kommt. Aber ihr steht noch da. Ich nehme das wirklich so wahr. Irgendwas ist passiert, liebe Jungfrauen. Irgendetwas ist passiert, was euer Leben möglicherweise grundlegend geändert hat. Ich weiß es nicht. Oder es wird noch passieren. Ihr lasst irgendwas hinter euch und bewegt euch aber
auf etwas Großartiges zu. Ich glaube, dieser Turmoment fordert euch auf, hier wirklich in die Tiefe eurer Gefühle reinzugehen. Liebe Jungfrauen. Heieiei, krasses Reading. Krass, krass, krass. So viele Kelchkarten. Sehe ich selten bei der Jungfrau. Okay, ich hätte jetzt gerne als erstes mal was zu eurem Gegenüber noch gewusst. Was darf ich über das Gegenüber meiner Jungfrauen noch wissen? Liebes Universum. Die Herrscherin. Was darf ich zum Gegenüber der Jungfrauen noch wissen? Ich weiß nicht, in welchem Reading ich das hatte, aber ich glaube, es war das allererste Reading, das ich mit meinem neuen Tarot-Deck gemacht habe. Und ich nahm hier genau mit diesen beiden Karten, mit dieser Kartenkombination wahr, dass es hier zwei Menschen gibt, die voneinander träumen. Ich nehme das als deine Energie wahr, liebe Jungfrau, auch wenn du ein Mann bist. Ich habe das Gefühl, du träumst von jemandem, dem du den Rücken zugedreht hast. Aufgrund deines eigenen Wertes, Page der Münzen. Vielleicht aber hat euer Gegenüber an seinem eigenen Wert gearbeitet. Was darf ich hier noch wissen zum Gegenüber meiner Jungfrau? Okay. Sieben Kelche, vier Kelche. Also vielleicht weiß oder wusste, ich frage gleich nach, aber vielleicht weiß oder wusste euer Gegenüber nicht, was er möchte, hatte viele Optionen, war irgendwie gelangweilt oder nicht interessiert an der Liebe. Vielleicht ist das auch eure Energie. Eine Kelchkarte. Okay, aber krass, okay, krass. Krass, krass, krass. Wer auch immer. Hoppala. Entschuldigung, meine Lieben. Wer auch immer hier in diesem Chaos war, wer auch immer hier Gefühlschaos hatte, es könnte euer Gefühlschaos sein, liebe Jungfrauen, denn ich sage, hier geht es ja tatsächlich darum, den Zugang zu euren Gefühlen zu finden. Wer auch immer dieses Gefühlschaos hatte, wer auch immer in irgendeiner Art und Weise kein Interesse an Liebe hatte, wer irgendwie diesen Kelch, der einem hier gereicht wurde, nicht sehen konnte, wollte, bekommt nun Klarheit mit dem Ast der Schwerter. Absolut. Diese Gedanken hier, die ich hier bei den fünf Schwertern schon wahrgenommen habe, das wird hier ausgemerzt. Ich glaube tatsächlich, hier kommt Klarheit in eine Situation. In eine Situation, die vorher nicht klar war. Die für Gefühlschaos gesorgt hat. Es hat irgendwie damit zu tun, dass einer von euch beiden, und ich weiß wirklich nicht, wem diese Energie gerade gehört, einer von euch beiden konnte sich nicht für den anderen entscheiden. Aber hier kommt Klarheit rein, meine lieben Jungfrauen. Krass. Krass, krass, krass. Okay, eine letzte Frage zum Gegenüber. Ich hätte gerne noch eine kurze Info zum Gegenüber für meine Jungfrau. Was darf ich meinen Jungfrauen hier zu diesem Gegenüber noch? Ja, okay. Ich glaube eher, es war euer Gegenüber, der sich hier nicht klar war, was er wollte. Okay, vielleicht, okay. Die vier Münzen und die fünf Kelche. Also ich frage ja hier explizit nach einer Energie eures Gegenübers. Ich glaube, euer Gegenüber war sich nicht ganz klar, was er wollte, hat hier mit dieser Tasche sein Herz beschützt, hat sein Herz blockiert, hat sich an irgendwas festgehalten. Ja, hat diese Gefühle nicht zugelassen. Und glaube ich, bereut das nun? Ist nun traurig darüber, dass das so war? Hat, ja. Bereut das. Fünf Kelche. Ist traurig darüber,
dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, meine Lieben. Ich sehe hier definitiv jemanden, der sich über seine Gefühle klar wird. Und vielleicht seid ihr beide das, meine Lieben. Das kann ich nicht anders wahrnehmen. Ich werde hier gleich nochmal genauer drauf eingehen. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ein Zusatzvideo bei Vimeo anbiete, wo ich diese Legung auf jeden Fall noch weitermachen werde. Ja, meine lieben Jungfrauen. Puh. Krasse, krasse, krasse Energien für euch. Was ich euch definitiv sagen kann, ist, dass sich hier zwei Menschen extrem mit ihren Gefühlen auseinandersetzen. Und dass du, diesen Rat habe ich wirklich an dich, liebe Jungfrau. Übernimm die Führung über dein Gefühlsleben. Hör auf, dich von deinen Gedanken treiben zu lassen, von deinen vor allem schlechten Gedanken. Komm ins Fühlen. Was fühlt sich gut an? Ja, komm irgendwie raus aus deinem Kopf, rein ins Herz. Du hast alles zur Verfügung für den Februar, das hinzukriegen, liebe Jungfrau. Ich hoffe, hier waren Botschaften dabei, die euch in eurer Situation ja, wichtige Impulse geben konnten. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören. Vielleicht bis bald. Tschüss!